1907 machte sich mein Großvater selbstständig. Er hatte 4 Söhne. Alle 4 Söhne haben das Scherenhärten gelernt. Im Jahre 2004 haben meine Frau und ich das Geschäft übernommen. Die Produktpalette ist immer noch die gleiche, von der kleinsten Hautschere über die Nagelschere, Taschenschere, Babyscheren bis zur 12 Zoll Schneiderschere bearbeiten und verarbeiten wir alles. So, dieses Gerät, diese Maschine, war einmal eine Handspindelpresse, wo man zur Betätigung x-mal an diesem Hebel ziehen musste. Und als Gegengewicht war diese Kugel da drauf. Und dann haben wir uns in den 60er Jahren überlegt, dass es einfacher wäre, mit einer Zahnstange und einem Zahnrad, was auf dieser Spindel war, diese Betätigung dieser Richtung zu ändern. Eine Schere besteht aus 3 Teilen, dem sogenannten Oberbeck, dem Unterbeck und die Schraube. Und bevor wir zum Härten kommen, müssen wir diese zwei Becke, Ober- und Unterbeck, bearbeiten. Und wir fangen mit dem Lochen, das ist der erste Arbeitsschritt des Oberbecks, an. Zur Probe lochen und wir schauen, ob das Loch mittig ist und ob die Höhe stimmt. In dem Fall stimmt es jetzt. Wir haben jetzt die Löcher gelocht für den Oberbeck, wo später die Schraube durchgeht und zum Schluss kommt noch ein Versenk rein, damit der Schraubenkopf schön eben abschließt. So, jetzt passen wir hier den Unterbeck an zu dem Oberbeck, den wir vorhin gelocht haben. Jetzt schneide ich den ersten Beck Gewinde. Jetzt kontrollieren wir das Gewinde, indem wir die Schraube reindrehen. Wir müssen ein klein bisschen Druck aufbauen und das ist richtig und auch gewollt. Die erste Schere ist jetzt montiert und wir sehen, dass die Spitze gleich ist und die Schere bündig ist. Das heißt, wir können jetzt mit der Produktion beginnen. Also der nächste Schritt wäre das Drehdrücken, das sogenannte Drehdrücken. Das heißt, wir drücken den Rücken der Schere nach unten, dass später beim Schneiden der Schere nur die 2 Schneiden aneinander vorbeigehen. Ansonsten wird die Schere quetschen, wird überhaupt gar nicht schneiden. Jetzt die Kontrolle, ob die Schraube bündig mit dem Gewerbe abschließt. Jetzt kommen wir zum Gewindeschneiden. Der Gewindebohrer ist konisch angeschnitten. Der vorletzte Arbeitsschritt bei uns ist das Härten der Schere. In diesem Fall bei 850 Grad. Werden die Scheren auf einer Stange zwischen 4,5 und 5 Minuten in ein Medium getaucht, was die Temperatur langsamlich aufbaut. So, die 4,5 Minuten sind jetzt rum. Ich nehme die Scheren jetzt raus, mache die ein bisschen sauber und zopfe die, tauche die ganz langsam im Wasser, was jetzt hier in diesem Fall unser Abschreckmedium ist. So, nach dem Härten müssen die Scheren nochmal in den Anlassofen zur Entspannung. Das heißt, dass aus dieser Glashärte eine Gebrauchshärte wird. Und in diesem Fall geschieht das bei 170 Grad.